Wir wollen mit ein paar Vorurteilen über Studierende und das Studium aufräumen. Vorurteil Nummer 5. Studierende liegen ihren Eltern immer auf der Tasche. Also ich würde sagen, es gibt wenig Studenten, die sich nur von ihren Eltern finanzieren lassen. Es gibt genügend Möglichkeiten während eurem Studium, wie ihr euch was dazu verdienen könnt. Und es ist einfach angenehm, wenn ihr wisst, ihr könnt ein bisschen unabhängig sein. Klar wird es keiner komplett alleine stemmen können. Aber es gibt auch zum Beispiel an der Hochschule die Möglichkeit, so wie ich jetzt, ich arbeite hier auch als studentische Hilfskraft im Marketing, gibt es auch genügend Möglichkeiten, dass ihr euch hier irgendwie einen Minijob sucht oder wenn ihr, wie gesagt, in die freie Wirtschaft gehen wollt, dann macht einen Werkstudentenjob. Also ist alles möglich und von dem her nutzt es auch, weil es kommt immer gut, wenn man nebenbei noch irgendwas gemacht hat, neben seinem Studium. Das schätzt dann der Arbeitgeber später hinterher auch. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.